Mission beendet. Dann wollen wir mal weiter, würde ich sagen. So, wo müssen wir denn hin? Da ist noch das Versteck. Kampagne? Kampagne. Können wir schnell hinein. Zack. Tobias? Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Hörst du? Ich hab nicht was. Hab was, was dich vielleicht interessiert, ist dann abgestritten. Okay, wir sind in dem Ding hier drin. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Will die was von ihm? Okay. Das werden wir vielleicht noch rausfinden in irgendeiner der nächsten Folgen. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. Ich muss ihn sehen. Sehen. Hast du mich beim ersten Mal nicht verstanden, oder was? Los, setz dich da hin. Ey, setz dich hin! Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Sind die Zähne bewaffnet? Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen. Hey, Mann! Was hast du? Oh. Das ist der Zeug, oder? Das sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten. Ob sie programmieren können? Klar. Ihre Arbeit gesehen, solide. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie erledigt. Ich dagegen kann beißen. Ich will nicht nur. Die Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Und ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zweck ist Kinderkram. Ich bin die Zucker. Aha. So. Aufzug. Jetzt den Aufzug gerufen? Ja. Das hast du schon mal gemacht. Ich gebe nichts zu. Wir fahren mit dem Aufzug. Praktisch, praktisch. Was soll denn dieser? Hey, kick dich! Oh nein! Jo, keiner kommt hier hoch! Hier oben wird's gleich richtig hässlich!
im College ein Porno geguckt. Alles klar. Jetzt bin ich wieder im Fahrstuhl drin, da wollte ich ja gar nicht rein. Da hoch müssen wir. Da ist eine Kamera. Der hat auch eine Kamera. Dann nehmen wir nochmal den hier. Coming Convention Fan Hopkins und Jacob. Jason Cody wurde aus dem Nachtclub verbannt. Wenn das Baby nicht sofort. Okay, dann schauen wir mal. Ist wieder eine Kamera. Opfer von Kindesbildern auch. FM-Club-Besucher, tablettensüchtig. Schlüsselfarbe. Schaut mir Oriana an. Naja, dann gucken wir mal weiter hier. Nikotinsüchtig. Mit ihm hier. Hat Besuchserlaubnis im Gefängnis beantragt. Das Irak, Antwort Partnerschaft. Wir verstehen Ihre Zurückhaltung, aber Ihre Daten bringen Blumen zur Strecke. Wir können uns beide nutzen. Das können uns beide nutzen. Uns ist egal, wem die Stadt gehört. Oh, okay. So, Kamera. Da ist eine Kamera. Freiwilliges Nacktmodell. Ist halt das an. Audiolog? Das tut weh, Mann. Wahnsinn. Meine Kleine ist zu fein. Und ich meine jetzt nicht nur die 150 Kilo Schwabbe, die er mit sich rumfällt. Er kriegt einiges von den Visa und noch mehr von Grammar. Verdammt, wenn er nicht immer dazwischen gehen würde, hätte ich den alten Sack längst kalt gemacht. Der Bug steht unter meinem Schutz. Scheiße. Antwort, Partnerschaft. Wenn ich diese Blutdaten hätte, wie ihr glaubt, wäre ich sehr vorsichtig damit. Sind schon Leute für weniger gestorben. Ihr haltet besser den Mund, bevor es Tote gibt. Und wenn ich noch einmal anfange und so weiter und so fort. Und sind endlich da, wo wir hin wollen. So. Ein bisschen anstrengend. Noch ein Audiolog. Das CTOS ist das Beste, was Blumen für Chicagos Unternehmertum kommt. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf, die besser wissen. Doch mir die Konkurrenz vorbei. Warte, man weiß, was ich weiß. Und kann, was ich kann. Setzt man sich mit ihrer eigenen Hand. Mein Traum ist halt. Geschützt durch allerneueste Sicherheit. Bezahlt vom großzügigen Steuerzahler aus Chicago. Danke euch. Das hier sieht aus wie ein Drogenlabor, ne?
Hier lebten wirklich Menschen? Und sie starben auch. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Bad Bug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Hörst du? Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldog? Die hässliche kleine Tülle? Fathead! Hey! Der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Yeah, yeah. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Ach. Business. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion. Okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier krauen. Was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. Oh oh. Sonst noch was? Interessant, interessant. Irak, Mr. Quinn. Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Badbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Ooh.
So. Tobias? Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Hör zu, ich hab da was, was dich vielleicht interessieren könnte. Ich hab herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich hab da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise. Undercover. Warte, sowas hab ich mal gesehen. Findest du die Quelle? Ja, genau. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Mehrere Kisten wurden in der ganzen Stadt zurückgelassen. Jede dieser mysteriösen Kisten enthält Hersteller-Tools. In der Nähe befinden sich jeweils ein verworfenes Audiolog. Finden Sie alle neuen Kisten, um eine spezielle Mission freizuschalten und mehr über den geheimen Hintergrund zu erfahren. Im Fortschrittsrad können Sie jederzeit sehen, wie viele Kisten Sie bereits gefunden haben. So, wir machen an dieser Stelle mal wieder nicht verfügbar. Das wird immer komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen. Ich kenne ihn. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. So, ich wollte jetzt endlich mal hier ein Nickerchen machen gehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, würde ich sagen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.